liebe Seemannskids, liebe Kinderkirchenmäuse und liebe Erstkommunionkinder, wieder einmal heißt es heute Jesus und wir. Und wir, Selina und ich, grüßen euch ganz herzlich heute aus der Klauskapelle, wo wir normalerweise unsere Kinderkirche feiern, jeden Sonntagmorgen um 11 Uhr. Jetzt sind wir natürlich schon eine ganze Weile unterwegs miteinander über diese Videobotschaften. Und Gottesdienst feiern ist im Moment nur unter ganz strengen und strikten Auflagen erlaubt, sodass wir noch keine Kinderkirche anbieten können. Deshalb haben wir gedacht, euch mal noch vielleicht bis nach Pfingsten, vielleicht auch noch bis zu den Sommerferien, wir schauen mal, euch mit unseren Kids News zu versorgen. Und wie es dann danach weitergeht, das schauen wir dann. Für die kommenden Kids News möchten wir, Selina und ich, euch heute einladen, dass ihr uns mal schreibt, welche Themen euch denn interessieren würden, worüber wir hier bei Jesus und wir mal sprechen könnten. Vielleicht habt ihr Fragen oder Ideen zu Jesus und Co. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder einen Brief, eine Postkarte und werft sie bei uns drüben im Pfarrhausbriefkasten ein. Ja, wir freuen uns über ganz viel coole Ideen von euch oder auch natürlich Fragen. Heute verrate ich euch schon mal, über was es in den nächsten Nachrichten gehen wird. Nämlich, dass Jesus zu seinem Vater zurück in den Himmel kehrt und über einen, den Jesus uns in der heutigen Geschichte, die ihr übrigens wieder im Johannesevangelium findet, ankündigt. Einen Beistand, damit wir nicht alleine sind, den sogenannten Heiligen Geist. Bestimmt habt ihr schon mal was davon gehört, aber viele von euch können sich vielleicht so gar nichts darunter vorstellen. Ist auch nicht ganz so einfach, das Thema. Machen wir uns aber trotzdem in diesen Tagen mal auf die Suche, auf die Spuren dieses Heiligen Geistes und lassen uns von ihm finden. Und damit wir auch in diesen Tagen diesem Heiligen Geist begegnen können, wollen wir heute auch wieder miteinander zu Gott beten, still werden und ihn bitten. Guter Gott, Jesus will, dass wir nicht alleine sind. Er will, dass wir wissen, dass er mit seiner ganzen Liebe immer bei uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Deshalb verspricht er uns seine ganze Kraft, den Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, öffne unsere Herzen, damit wir diese Kraft immer spüren, dass sie uns stärke, gerade dann, wenn wir uns alleine und verlassen fühlen, so ähnlich wie Waisenkinder. Guter Gott, segne uns und alle, die wir lieb haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, liebe Kinder, und jetzt schnappt ihr euch einen Stift und ein Papier oder euren Laptop und schickt uns eure Post. Wir freuen uns schon riesig drauf. Eure Melle. Und Lina. Tschüss.